Guten Tag, mein Name ist Naima Kalua. Ich unterrichte seit ein paar Jahren Deutsch als Zweitsprache. Ich arbeite mit Flüchtlingen und Zuwanderern aus verschiedenen Ländern. Und meine Teilnehmer hatten vor kurzem die Idee, einen YouTube-Kanal einzurichten, um euch beim Deutschlernen zu helfen. Also wir stellen Videos her, in denen gezeigt wird, wie zum Beispiel eine DTZ-Prüfung aussieht. Ihr sollt also in den Videos einen Eindruck davon bekommen, wie eine DTZ-Prüfung aufgebaut ist, welche Teile es gibt, wie lange sie dauert und was man dabei besonders beachten muss. Also wir hoffen, dass wir euch bei der Vorbereitung der Prüfung helfen können und wir freuen uns natürlich auch über positive, aber auch über negative Kritik. Wir sind offen für Verbesserungsvorschläge. Wir nehmen diese gerne an. Und wichtig ist es noch zu sagen, dass in den Videos Teilnehmer sitzen, die bereits einen Deutschkurs besucht haben. Sie haben bereits ein höheres Sprachniveau erreicht, zum Beispiel B2 oder C1. Trotzdem werden Fehler gemacht. Wir möchten euch zeigen, dass es okay ist, Fehler zu machen. Deshalb haben wir diese Fehler auch nicht korrigiert. Ja, wir hoffen, dass wir euch beim Deutschlernen helfen können. Freuen uns über jeden Kommentar und wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen.